Und damit kann es weitergehen mit Let's Play Fairy Tale. Ich bin es euer Simafix und wir haben hier beim letzten Mal unseren Secando Origin bekommen, haben deswegen hier nun zusätzliche Kräfte halten und müssen nur noch ein bisschen stärker werden, denn das Daimato Imbur rückt immer näher und wir sind immer noch nicht stark genug. Deswegen müssen wir erstmal auf Level 15 kommen und schauen wir mal, ob das klappt. Aber davor werden wir jetzt erstmal mit unserem guten Nudistenfreund hier reden. Kann ich ein Duell eigentlich machen? Level 20. Na, dann lieber noch nicht. Ah, mit Julius noch Level 14. Bin ich aber auch noch nicht. Weil es ist ein 1-1-Kampf. Nass ist wieder Level 20. Ah, oh, Lucy. Ah, mit Lucy, die ich liebe. Ich Level 6. Das war ein harter Fight. Ich habe Lucy umgebracht. Kann passieren. So, received, was habe ich erhalten? Eine Wizard-Lacrima. Okay, gut. Okay, mit Makarov kann ich nicht duellieren. Ist wahrscheinlich auch besser so. Wendy. Wendy, dich kann ich schlagen. Genau. Schlagen wir erstmal die kleinen Kinder alle. So, gerne. Immer erst auf die Frauen und auf die Kinder. Was? Deswegen mache ich dich nicht, Wendy. Du hast ja weniger als... Lucy, zack. So, Attraction to Jump. So, was hast du, Kana? Mit dir kann ich irgendwie nicht reden, du stehst aber auch immer so doof. So, ja, Elfmann? Mit dir kann ich kein Duell machen. Mit mir das schon, haben wir gesagt, Level 40. Ja, Juvia können wir auch machen. Das schaffen wir schon. Komm her. Außer du das uns hinzukillen. Na, pff. Yeah, keine Chance, Mann. Konnte das natürlich eine miese Fähigkeit hier. Komm her. Oh, das Zyklone! Wir müssen ja, glaube ich, auch drei Duelle schaffen. Und schon was geschafft. Aber ein Great traue ich mich noch nicht dran. Free Sham. Oder warte mal, du hast Level 20, gell? Na, das ist mir noch ein bisschen zu ding. Und bei ihm ist auch Level 20. Ne, besonders wenn ich Nazi immer so hoch push. Also. Dude, where's my clothes? Ein ganz normaler Greytag. Meine Klamotten sind verschwunden. Ich weiß nicht, wo sie sind. Ich laufe splitterfasernackt durch die Gegend. Wie gesagt, ein ganz normaler Greytag. Aber wir wissen ja, Eismagie ist so heiß. Deswegen muss man da immer seine Klamotten ausziehen. Das haben wir ja gelernt. なっちまってる。こりゃもう切れねえな。捨てるしかねえか。なら、ジュビアにください。どっから出てきた？捨てるくらいならジュビアに譲ってください。きっと有効活用してみせますから。何に使う気だ？お前には絶対渡さねえ。そんな。 Das ist, so kenne ich sie. So kenne ich unsere Werte. Unsere Werte, Julia. So, jetzt fällt mir nochmal gerade was auf. Solange ich jetzt hier Ersa spiele, glaube ich, kann ich nicht Ersas Quest erfüllen, oder? Warte mal. Jetzt nehme ich mal Natsu. Und ihr seht, da unten ploppen jetzt hier schon gleich wieder zwei neue Events auf. Und das wird jetzt definitiv das sein mit Gray und was. Und da hätte es nochmal Gray. Wieso ist es zweimal Gray hier? Keine Ahnung. What are you doing, Gray? Isn't it obvious? I'm looking for my clothes.
Debut Stritter off again? Man, you're a lost cause. Guess how you won. And that's right, thank you for your savior. I just did, you dumb fart. What did you just call me? Come here, I burn a hole in your pants. You wanna go, huh? Then let's do this. Bring it on. Be quiet. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Beide seid ihr Feiglinge. Kein Rückgrat, denn wenn er so andrückt, dann gibt es keine Gnade. So, wieso ist da jetzt nochmal Gray? Achso, ah, warte mal, wenn ich jetzt Gray nehme, kann ich wahrscheinlich hier mit ihr reden, oder? You and Loki get along pretty well, huh? You even teamed up on Tenor Island. Yeah, I guess. He is one of the few people at Fairytale I click with. We worked together sometimes before you came. Really? Did anything interesting happen? Tell me about it. Nah, nothing interesting. Don't avoid a question. I'm not avoiding anything. I was just thinking about all the stuff we used to do. We worked hard, almost died a couple of times, acted like idiots and did some things I'd rather not mention. You know, the fairy tale life before I knew if we were close enough for me to ask him to be my partner. Sounds really nice. Isn't it obvious that you care about him a lot? That look on your face when you talk about him gives it away. Ach, der gute Loki. Cooler Typ. Leider kommt er nach seinem, nachdem rausgekommen ist, dass er ein Geist ist und von Lucy absorbiert wurde, sage ich jetzt einfach mal. Ist er leider ja ein bisschen zu wenig aufgetaucht in meinen Augen. So, jetzt haben wir Ersas Quest, ich wusste es doch.最近マグノリアにできたスイーツ店。私が行くといつも売り切れていて買えんのだ。そうなの?私が前に行った時は普通に買えたけど、時間をずらして行っても売り切れてる。海底マニアを狙っても、その日がたまたま休みだったり、もしや私はあのスイーツを買えない呪いにかかっているのでは。何それ? Süßigkeiten! Süßigkeiten! Oh, Lucky, you've got my last one here. So, mein Gray ist nicht verflucht. Außer mit dem Fluch, dass er sich mal ausziehen muss. Okay, super. Und jetzt kann ich ja nicht meine erste wieder nehmen. So, passt. Super gut. Hab sie assimiliert, so sah das gerade aus. Also gut. Dann Alternative Costume. Das Kostüm, das wird eigentlich vollkommen schon langen. Aber schade, ich dachte, das sind jetzt richtig andere Kostüme. Zum Beispiel ihre Kleidung, die sie dann später im Diamond Tempo bekommt, die sieht. Da gibt es eine super coole Kleidung, die hätte ich zum Beispiel gerne. Also, was machen wir? Nathan Lucio. Lucy. We're going on job. Look at this. Why do you always want to go on jobs with me? Let's see here. Isn't it kind of weird? Doesn't anything about this request stand out of you? Huh? A rare monster has appeared, and they want to watch someone fight it for research purpose. I guess wanting to watch us is kind of weird. Not that part. Are you curious why a monster that's almost never seen there would show up suddenly? Huh? Anyway, you're coming with us. Let's head over to the academy. In one ear and out of the other. Das ist Natsu. So, dann müssen wir jetzt mal wieder zu Lucy heim. Oh, das machen wir. Das sieht cool aus.
So, kenne ich jetzt so am Anhieb nicht, aber sieht ganz nett aus. Wie gesagt, die coolste Kleidung von ihr ist ihre die Rüstung, die sie halt immer in den Special Moves hat, oder die Rüstung, die sie dann später beim Damoto Embo dann bekommt. Die Feenrüstung mag ich nicht ganz so gern, die finde ich ist nicht ganz so cool. I've never seen something like this here before. It really is living here. It looks pretty mad. Watch out, here it comes. Kein Problem, oder? Nein, war schon wieder XT Magic. Blödes Viecher. Keiner greift meine Erse an. Schade, zwar nicht mit einem Ding bezwungen, aber egal. Puts enemy row closer, okay. It seems kinda skinny here. Maybe there's not enough food for around here. I was scared too. Almost desperate. Is that a monster? It's coming far in. Let's go. Schade. War vielleicht nicht meine beste Idee, hier schon meinen Super Finisher hier schon wieder am Anfang rauszuhauen. Na toll. Oh, in der Luft. In der Luft ist sie stehen geblieben. It must be pretty strong. The sound making my hair stand out here. It's a monster, it is coming this way. The cry we heard didn't come from this monster. It almost looks like they're running away from something. Alright, let's do this. Lassen wir sie doch weglaufen. Na gut, dann lassen wir sie halt nicht weglaufen. Skorpio! Nein! Ah, ich habe jetzt nicht gelesen, was da stand. Oh, okay. Da war ich jetzt leider zu schnell, aber trotzdem. Wahrscheinlich, wenn man einen Burn Move macht, dass dann jemand anders teilweise übernehmen kann. Haben wir ja gerade schön gesehen. So. Und wenn Lucy noch ein paar mehr Kicks raushaut, dann sind die Gegner eh alle weg, oder? Na toll. Oh, jetzt hat er gar keinen Schaden gemacht. Nicht Lucy! Wenn ich sag nicht Lucy, wieso greifst du denn Lucy an? Das geht gar nicht, dafür gibt's Ärger. Puh, das war nicht easy. Grand Counter Stance, okay, sehr cool. That's the end of it. I wonder what the noise was. There must be something for them. Let's go home. I'm hungry. Okay, you have no idea what could be in there. Anyway, it could be dangerous. Let's head back. Kenn ich ja von dazu anders. Der sagt doch dann normalerweise, hey, das ist gefährliches. Rein da. Ich bin schon komplett hier angefeuert hier. Peter 100 Plätze nach oben. Geht es ein bisschen schleppend, oder? So, wo sehe ich eigentlich Community Service? Guild Rank Goals. Genau, hier will ich hin. So, was muss ich denn machen? Also, Duelle habe ich. Racer Character Rank. Ja, viermal, das kriegen wir auch an. Und noch zwei C-Rank-Quests müssen wir machen. So, you can remodel upgrade facilities from the guild ledger. Remodeling facilities requires two essential materials, but will give them extra effect on top of their usual benefits. There are a total of 10 stages of remodeling. As your level of facilities, you will be able to remodel more and more aspects of them.
in the maximum remodeling level will also increase. Also, schauen wir erstmal Upgrades hier. Kann man wahrscheinlich noch nichts machen, da müssen wir erst alles zu Kapitel 4 kommen. Genau, mehr Juwelen, das ist immer gut. Increase damage dealt during battle when resist by 6%. Na, das nutzt ja gar nicht. So, increase jewels, ja, das ist mit Abstand immer das Wichtigste aktuell. Mehr Juwelen. Das ist nämlich immer gut. Oh, Wasser! Das ist natürlich hart dran, da ranzukommen. So, haben wir erstmal aufs maximale Level gebracht. Dann tun wir auch noch ein bisschen Wasser reinstecken. Also im Endeffekt, wenn ich einen Gegner angreife, der, also zum Beispiel gerade wie McRae, wo eigentlich mal, ich kann, wo die ja eigentlich das abwehren, dann mache ich ja halt trotzdem ein bisschen mehr Schaden, also nichts allzu Großartiges, aber pff, machen wir doch, oder? Aber der Item Shop, das lohnt sich ja echt gar nicht. Increase Sale Price by 9% when selling to the Item Shop. Wann habe ich bis jetzt immer was verkauft? Noch nie. Ja, das machen wir hier. What's wrong, Gray? You're still spending holes in the request board. Hm? Oh, hi, Kana. It's just, I don't know what it is I'm supposed to go and then get for this request. Let me see. A certain fragment thing, huh? Want me to see what I can find out with my cards? Fortune telling? Your readings to tend to come true. Why not? I have no idea where to go from here anyway. Yes. Alright. The item from the request is quite, let's see, rare enough that neither of us has ever had it once. You can hold it from one card. I developed this technique myself. Now, let's see, you find it after you defeat a monster at the beach. The card means defeating a monster at the beach and finding something? Is that a way too specific? In return of my reading, I want you to bring me some of that delicacy. So, whatever. See you when I'm done. Sie will doch eigentlich nur... Seit wann will sie was anderes als Alkohol? Das ist aber nicht meine Kana, die ich kenne. Meine Kana will nur Alkohol ohne Ende. Und die Aufmerksamkeit von Gildert. So. So, Quitter zwischen. Okay, also, machen wir die Blatt. Dafür habe ich ja mein Grey. Ah, sind die. Die sind stärker geworden. Oh oh. Schau ich mal, wie die. Was stand da Level 17? Habe ich das falsch gelesen? Sind echt Level 17, Mann. Aber okay, so wie sie stärker werden, wären auch wir stärker. Oh, schau dir diese Critical-Hits an. Und die Erfahrung stimmt nur. Und damit haben wir jetzt hier unsere Charaktere auf Level 15. Ne? Das ist ein Effekt. Sehr schön. So, Bentlo. Wunderbar. The monster dropped something. Could it be the delicacy from the request? How can you tell this in the fragrance? It's just crap. What's this? You know of one of the 10 great secret delicacies? The one found here only once every 14 years? But you're so young and an outsider that I hope you will continue your path of gastronomy, my friend. This isn't some prank of Kana, is it? Well, I guess this is better. Better get as much as I can, oh crap.
Also müssen wir noch ein paar andere von diesen süßen kleinen Walen hier eliminieren. Also wir hätten jetzt Level 15 erreicht und könnten hier weitermachen, aber bevor wir hier mit der Hauptstory weitermachen, will ich unbedingt noch die nächsten Gildenrank hier bekommen. Was mir auch immer bringt. Irgendeine neue Fähigkeit und vielleicht wird mir dann endlich mal erlaubt, dass Gargel in meine Party beitritt. Ich will in keiner Welt ohne Gargel leben. Sehr cool. Sah sehr cool aus, die Attacke. Sehr gut. Wollt ihr nicht? Wieso könnt ihr nicht mal die Leute angreifen, die einen Konter haben? Oh nein, oh, was mache ich, Lucy? Der Lucy Kick macht doch nichts. Obwohl, der ist effektiver, glaube ich so. So, zweiter Hinweis. So, Beach Resort. Okay, da hinten ganz versteckt sind auch noch zwei. Die schnappen wir uns natürlich auch schnell. Oh, jetzt kommen die wieder. Irgendwann werde ich es hinbekommen. Ich drücke immer die falschen Tasten, Mann. So. Boah, wie viel das heilt, Mann. Ja, Wendy wird es schon ein bisschen leichter machen, weil Wendy halt auch zusätzlich noch heilen könnte. Aber bis jetzt geht's ja gut. Schaffen wir schon irgendwie. Also, mein kleines Weilchen. Wo ist der Hinweis? So, ihr steht wunderschön dafür, dass ich euch dann mit Ersa platt machen kann. Na, steht's in der Entschuldigung. Ist jetzt eigentlich blöd. Was mir auch ganz gut gefällt, ist, dass der Move dann auch beide trifft und nicht nur einen. So. Dann, was haben wir denn? Der Move sah ja zu gut aus. Oh! Natsu, irgendwie wirst du immer schwächer. Alles muss die Werte Ersa machen. Die rockt immer noch. Aber Natsu, das war gerade sehr enttäuschend von dir. So, Level 14, zack, hat eh gleich hier die anderen eingeholt. So, und der dritte Hinweis. Und dann gehen wir nochmal ganz kurz hier zur Wetten Lucy. Mal schauen, was der letzte Wahl-Monster-Krüppelding auch immer so für uns bereithält. Diese kritischen Hiebe, Mann. Alter Falter! Nein, das ist mein Lucy Kick. Rigelempa! Oh, ich wusste gar nicht, dass ich ihn schon hab. Ah, den kriegen wir so dran, oder? Oder nicht? Egal, ich bin zu stolz. So, Grey Level 15, die andere Level 16. Sehr schön. So, Circle Wheel. Okay, kostet mehr MP, das ist immer gut. Und dann haben wir auch hier alle Hinweise hoffentlich gefunden. Und dann schauen wir, wie die Quest zu Ende geht. So, geschafft. Und dann Quest erfüllt. Was sagt denn die Wetterkana dazu? Hey, go. Just like we agreed. Take it, will you? You, this stinks. Don't tell me this is real.
Don't finish that thought. That's one of the 10 great secrets, delicious, you know. Is this? It's awful. I guess that should at least. No, no way. I can't do this. I'm throwing it away. I know what this is. It's a monster creation. What a waste. It's so delicious when it's fermented. Super. Wie gesagt, wir könnten jetzt zum Master gehen, aber wir müssen erstmal hier unsere Charaktere nochmal ein bisschen aufbauschen. Machen wir erstmal hier zwei Upgrades mit Gray. So, new command code, sehr gut. Und wenn attacked, 5% chance of Colossus coming of rising speed for... Okay, das ist ja ganz nett. So, jetzt geht's ja um, ich habe noch 72 Punkte. Dann tun wir die Lucy upgraden. So, und sie hat einen neuen Lacrimus-Slot. Das ist hilfreich, aber mir geht es jetzt um was anderes. Ja, genau. Ich brauche jetzt noch. Genau. Einen Charakter. Muss ich jetzt noch eine Fähigkeit erholen. Das machen wir. Aber beim nächsten Mal, dann werden wir noch einen Charakter-Slot hier machen. Dann werden wir noch eine Quest erfüllen, die Gildenstufe hier um 1 hören. Und dann werden wir weiter mit der Hauptstory machen. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein, auf Wiedersehen. Ciao.